heute ist ein ganz besonderer Tag, denn jetzt geht es um den Innenausbau. Und es passiert richtig viel. Und wie man sieht, nimmt meine Küche das ganze Wohnzimmer ein. Es sind viele Einzelteile jetzt, denn die Küche ist insgesamt, also vom hinteren Platz bis vorne durchgehend unter dem Liegefenster, über 9 Meter. Und die wird uns jetzt gerade, wie man sieht, montiert. Das Ganze von Schöner Wohnen. Wir haben uns für eine Küche von Next entschieden. Jetzt ist das Grundgerüst noch in so einem hellen Grau, aber von außen wird alles in einem wunderschönen, weißen, matten Ton sein. Vor allen Dingen sieht man die Fingerabdrücke nicht, was ich ganz wichtig finde, damit man weniger putzen muss in der Küche. Und wir haben das Ganze so abstimmen lassen, also die Jungs sind wirklich super, dass das jetzt genau die Höhe des Sitzfensters annehmen wird. Das wird also komplett bündig verlaufen in einer Linie und verschwindet quasi später komplett in der Wand. Also da kommt dann noch ein Trockenbau drüber und das Ganze wird komplett einheitlich homogen. Dazu haben wir uns dann für Küchengeräte entschieden von Miele. Die ganzen Geräte sind in weiß gehalten, bis auf den Weinschrank. Den wollten wir dann ein bisschen hervorstechen lassen in einem wunderschönen Glanzschwarz. Dass es natürlich auch passt zum Kamin und so ein bisschen ein kleines Ambiente hat, das sich widerspiegelt, beispielsweise auch in dem Rahmen des Fensters, aber immer nur auf eine ganz subtile Art und Weise. Und ja, die Jungs von Schöner Wohnen haben jetzt quasi hinten schon mal einige Teile der Rückbauwand aufgestellt. In der Mitte ist noch ein Loch, da kommt später dann, das habe ich mir extra gewünscht und bauen lassen, quasi so ein Flügeltürer. Und dann habe ich noch mal wie so eine kleine Innenbar, da kann ich mir morgens perfekt die Smoothies zubereiten. Ja, und oben kommt dann noch eine Lichtleiste und die spiegelt sich noch mal wieder um die Kochinsel. Also wir haben viel vor und ich würde sagen, wir schauen mal, wie es gleich weitergeht. So glücklich, denn jetzt ist mein KUKA da. Und als wir eben bei Schöner Wohnen waren und uns erzählt wurde von den Lechners, hey, da gibt es was ganz Besonderes, das ist ein Wahnsinnswasserhahn. Wenn man quasi hier einmal drauf drückt, kommt sofort kochendes Wasser raus. Ich konnte es gar nicht fassen. Also wenn man zum Beispiel abends gemütlich Tee trinkt wie wir, hast du sofort kochendes Wasser. Oder für die Wärmflasche, wenn man sich die nochmal aufs Bauchi legt, hast du sofort dein kochendes Wasser. Man spart sich wahnsinnig viel Zeit. Ja, das zum einen. Und ich fand es einfach grandios. Übrigens auch mit so einer Sicherung. Also es kann nicht einfach passieren, dass man sich die Hände verkocht. Und wir hatten eben, als wir das erste Mal da waren, geschaut, gibt es den schon in matt-schwarz? Und das war noch nicht der Fall. Und jetzt ist er ganz nagelneu rausgekommen. Und die Jungs haben gleich gesagt, du hast dir den in matt-schwarz gewünscht, also sollst du den auch bekommen. Und jetzt ist er hier. Und ich freue mich sehr. Wir werden den jetzt gleich hier mittig an unserem Edelstahlbecken befestigen. Und ja, es ist definitiv auch ein Highlight für mich in der Küche. So, jetzt zeigt sich die ganze Schönheit meiner Next-Küche. Ja, jetzt werden die Folien abgezogen und man sieht, oh, dieses wunderschöne puristische Weiß. Ich liebe es, traumhaft schön. Von außen wundervoll, aber auch von innen und vor allen Dingen praktisch. Hier ist zum Beispiel so ein Schrank. Da fahren alle Fächer raus für die Gewürze. Also man hat jetzt schon richtig Lust zu kochen und ich kann es kaum abwarten, alles tatsächlich einzuweihen und auch einzuräumen. Und so hat natürlich hier jeder einzelne Schrank, jede einzelne Schranktür die Besonderheiten. Jedes Fach ist anders und ganz speziell auf unsere Wünsche individuell ausgerichtet. Wir haben jetzt hier zum Beispiel kleinere Fächer, die man natürlich auch benötigt. Und ein größerer Stauraum. Hier ist jetzt unser Miele Backofen. Ja, also wirklich ein Traumstück, das wir haben. Und vor allen Dingen super intelligent, reinigt sich selber. Was will Frau mehr, ne? Hier kommt jetzt, wie gesagt, dann noch dieser Zwischenteil. Das wird jetzt quasi das Herzstück. Und auf der anderen Seite sieht man schon unseren Kaffeevollautomaten und die Tellerwärmer. Ganz wichtig. So, hallo zusammen, mein Name ist Marco Lechner. Ich bin von der Firma GRW Schöner Wohnen. Wir sind ein kleines mittelständisches Möbelhaus aus Tierhaupten, das ist im Landkreis Augsburg. Wie gesagt, wir machen Küchen, Möbel aller Art.
Böden aller Art verlegen wir, also Vinylboden, Teppichböden, Parkett, Laminat, je nach Kundenwunsch. Trockenbau machen wir. Wir machen Komplettlösungen, Häuser, Komplettrenovierung. Wir haben da alle unsere Partnerfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Genau, und somit können wir im Normalfall jeden Kundenwunsch speziell individuell für alle Kunden erfüllen.